So Leute, willkommen zurück. Heute findet wieder ein Sparring statt und wir haben wieder einen ganz, ganz besonderen, krassen Jungen am Start hier. Ich bin schon echt gespannt, wie es verlaufen wird. Er zieht sich gerade um in der Umkleide, ich ziehe mich jetzt auch mal ein bisschen um und dann werde ich gleich euch zeigen, wer das ist. Er mag den marktheißen Stil ja auch. Könnte es sein, dass er jetzt im gleichen Stil kämpft? Das kann auf jeden Fall sein. Ich glaube, das wird jetzt gleich eine Schlacht werden. Er sucht den Kampf, ich suche auch gerne den Kampf. Immer gespannt. Ich glaube, ich werde da anders, schlauer vorgehen. Weil man sagt ja so schön, never Boxer, Boxer und never Fighter, Fighter. Und wenn er jetzt einer ist, der wirklich den Kampf sucht, dann werde ich mich viel bewegen. Das ist meine Strategie. Aber vielleicht wird das auch anders sein. Auf jeden Fall wird das kein Zuckerschlecken heute sein. Ja, Leute, das ist der Ben. Schön, dass du da bist. Ich freue mich schon auf das Sparring mit dir. Ich freue mich auch. Oh, okay, ja, wir gucken mal, wie es wird. Und ey, was mir gleich aufgefallen ist, du trägst genau die gleichen Bandagen wie ich. Ja. Du hast fast genau die gleichen Handschuhe wie ich. Warum? Sting. Wie kommt das? Beste Qualität. Sting, beste Qualität. Also, kann man nichts sagen. Leute, ich werde ja immer häufig gefragt bei Instagram, unter den YouTube-Kommentaren, welche Handschuhe, wo kann man sich holen. Und ich sage auch mal wieder, Sting hat die beste Qualität. Und deswegen, wenn ihr richtig gute Qualität haben wollt, wenn ihr richtig heftig nice Handschuhe haben wollt, dann checkt mal den Link unten in der Beschreibung ab und mit meinem Gutscheincode Boxing-Art bekommt ihr immer den besten Deal. Und jetzt machen wir es wahr. Ich habe jetzt gestern meinen 70. Kampf gemacht in Finnland. Wow. Ich habe jetzt im vergangenen Jahr habe ich 30 Kämpfe gemacht tatsächlich. 30 Kämpfe? Die meisten Kämpfe kamen jetzt tatsächlich im letzten Jahr. Ja. Also ich habe ja relativ spät erst angefangen. War bei mir auch nicht viel. Ne? Also ich war immer so der Babyboy unter den Boxern. Ja. Mit den wenigsten Kämpfen. Aber mittlerweile 70 Kämpfe finde ich klasse, die jetzt auch schon sehen, ne? Doch, doch, auf jeden Fall. Das sieht auf dem Papier gut aus. Und natürlich, was die meisten da draußen immer interessiert, Ben, wie viel hast du gewonnen, wie viel hast du verloren? Mich interessiert das gar nicht, weil im Amateur- oder im olympischen Boxen ist es so, ist es egal, ob du jetzt verlierst oder nicht, nur die wichtigen Turniere muss man halt gewinnen. Also ich muss sagen, es gibt ja auch Unentschieden im olympischen Boxen, aber ich bin immer so einer ganz oder gar nicht. Also ich habe keinen Kampf unentschieden, ich habe entweder immer gewonnen oder verloren. Sehr gut. Ich weiß es jetzt gerade nicht so ganz genau. Ich müsste um die 12 Kämpfe verloren haben. Ja. Und den Rest der Kämpfer konnte ich als Sieger den Ring verlassen. Sehr stark. Uiuiui, Leute, das wird hart heute. Das wird hart heute. Das ist heftig. Ja, ist bei dir eigentlich noch so der Wunsch da, sag ich mal, irgendwann so ein. Oh, Ben, Alter, hör auf, diese Frage zu stellen. Mal ganz ehrlich, ich bekomme diese Frage täglich gestellt. Also, ich sag so, klar, natürlich. Weil ich habe jetzt einen unglücklichen Abschied genommen, sage ich mal. Ja. Meinen letzten Kampf habe ich den Kreuzbandriss gehabt und dann musste ich halt zwangsläufig aufhören. Und jetzt kommt man so langsam in die Jahre, ich bin schon 34 mittlerweile, bin jetzt Papa und so. Und der Fokus ist so irgendwo, so ein bisschen weg, aber es juckt mir immer noch zwischen den Fingern. Ne? Ja klar, ich will einmal Boxer, einmal Boxer, sagt mein Trainer. Ja, das ist so, das ist so. Lasst euch überraschen. Viele sagen halt lieber eine Sache richtig als beides so halt. Ne? Genau. Ich bin halt auch eher so, ich boxe normal Aussage, ich wechsle nie die Aussage. Ja. Aber wenn man es kann, das kann schon ein krasser Vorteil sein. Voll, voll. Wenn der Gegner nicht drauf eingestellt ist. Ja, gerade weil, gerade auch in so Situationen wie im Infight, wenn du dann zum Beispiel den Winkel wechselst und plötzlich über das Bein vorne hier hast und dann das Gefühl einfach kennst, so den Haken zu schlagen, ist für mich unschlagbar so. Ne? Ja, alles gut. Schattenboxen, Klassiker. Man checkt natürlich so mit einem leichten Zwinkern den anderen ab, was er so drauf hat. Um dann sich darauf einstellen zu können gleich. So Leute, wir sind jetzt voll aufgewärmt, Ben. Bist du warm genug? Klar doch. Also irgendwie schwitze ich mehr als du. Ich weiß nicht, oder sieht man das? Komm gleich. Täusch nur. Okay, gut. Dann let's go. Stop. So lustig, dass ihr beide fast die gleichen Handschuhe habt. Ja, Mann. Okay, jetzt geht's los. Schönes Heft drüber. Ja,
Schön, geiler Schlag. Sehr geil. Sehr schön. Mundschutz vergessen. Ah! Nein! Er hat seinen Mundschutz vergessen. Oh mein Gott. Ja, klar. Aber okay, nee, so schlimm habe ich nicht getroffen, alles gut. Wie kannst du deinen Mundschutz vergessen, Mann? Mann! Das ist anstrengend. Ich habe gesagt, heute wird es schwer. Man merkt, der Mann hat Erfahrung. Wie alt bist du eigentlich, Ben? 24. Und wie wiegst du jetzt? Jetzt gerade wieder so 83, 84 Kilo. Okay. Ich habe ja gestern noch geboxt, vorgestern. Ja, ich boxe bis von 75 Kilo bis 80 Kilogramm im Halbschwergewicht. Das merkt man. Und dabei ist er so schnell und fit wie ein Turnschuh. Mathematik, habe ich mir von dir abgeguckt. Ja, genau. Geil. Ja, Mann, das sind die Dinge, die ich nehme. Ja. Schön. Ah, geil. Sehr stark. Sag mal, Ben, ich habe gehört, du bist Mathematiker geworden. Über Instagram habe ich so gesehen, jemand macht, Ben ist Mathematiker geworden, weil er den Winkel immer wechselt. Finde ich richtig stark. Danke. Was ich richtig stark finde ist, wenn wir im Infight sind, du bringst mindestens drei Hände. Ja, mindestens. Volumen und Winkelwechsel. Ganz genau. Es sind gar keine Herz, es sind keine harten Hände, aber es sind so, es nervt, weißt du? Ja. Aber es kostet trotzdem Kraft, weil ich immer ständig unter Druck bin. Das finde ich richtig gut, Mann. Danke. Sehr schön. Ja, auch sehr geil, das Ziel. Ich kann hier abtauchen. Danke. Ja, bewege ich auch der Winkelwechsel. Heutzutage sehr selten, dass ich es immer mache. Danke, Bro.
Ja. Der war drin, ne? Der war. Sehr schön. Gefährlich bleiben. Oh. Bist sehr fit. Das war sehr anstrengend. Sehr anstrengend. Sehr was? Sehr anstrengend. Was mir richtig gefallen hat, du bist so oft zum Körper gegangen, ne? Und danke, das zum jetzt auf Dauer, Mann. Wirklich. Danke. Richtig geil gemacht, echt. So Leute, ihr habt gesehen, das Sparring zwischen Ben, dem aktuellen zweifachen deutschen Meister im Halbschwergewicht. Folgt ihm auf Instagram, ist alles unten verlinkt und ich muss jetzt erstmal durchatmen. Vielen Dank, dass wir die Erfahrung mit dir sammeln durften. Danke, dass ich in deinem Video sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ja, dankeschön. Bis dann. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke für weitere Videos. Hier könnt ihr unser Interview anschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.